Yo Leute, willkommen zurück bei WWE 2K22. Ja, beim letzten Mal hatten wir aufgehört, Leute. Ich wollte ja die Mission starten. Ich habe das immer noch nicht gemacht. Die neue Story. Und ich habe aus dem YouTube geschaut, dass dieser Fragezeichen ein Glitch ist. Wir können die Aufgabe nicht mehr machen, Leute. Und ich weiß nicht, ob wir das mit SmackDown das gleiche Problem haben werden. Ich hoffe nicht. Weil die Aufgabe müsste schon auftauchen, Leute. Wir waren gut. Also unsere Persönlichkeit war gut. Dann haben wir es zu böse gemacht. Trotzdem kommt die Aufgabe nicht. Und da stimmt was nicht, Leute. Deswegen habe ich nachgeschaut. Ja, geht nicht. Leider. So, machen wir dann die Aufgabe hier. Bei Raw will ich nicht verlängern. Deswegen andere Option. So, das hatten wir alles. Bleiben oder gehen, Story bestätigen. So, Leute. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. One of the best superstars around. Ja, ich bin der Beste, aber trotzdem machen wir trotzdem Fehler, ne? Oh, gehen wir uns Strowman. Warum kennen wir jetzt gehen wir uns Strowman? Ja, komm, wir machen das schnell. Final Match ist das. Okay. Ja, wir können ihn auch so besiegen. Oh, das habe ich immer noch geändert. Muss ich mal ändern, Leute. Weil wir hatten ja den Shooting Star Pass, ne? He gets kicked off with authority. Five. Caught the leg. Strowman able to get out of the way. Six. RKO. From out of nowhere. RKO. Seven. He may not be aware of the count. He's got to get back in. Nine. He takes control. Schade. Wir hätten jetzt gewonnen, ne? Okay, der war noch draußen. Hey, was soll das denn, ey? Den Move kann man irgendwie nicht kontern. Ich verstehe nicht, warum ich gekonnt habe, aber jetzt. Ja, toll. Ja, wow. Leute, wir können ihn auch so besiegen. Das sieht so aus, als würde er jetzt richtig gut sein. Aber ich kann ihn auch so besiegen, Leute. Ah, das dauert mir viel zu lange. Wir wollen auch andere Aufgaben machen. Deswegen will ich die Show wechseln. Indem wir den auch schnell besiegen, ne? Ey, da kontert der jedes Mal. Wir sind schon orange mit dem Körper. So, dieser Move geht, glaube ich, nicht. Doch. Okay. Eigentlich ist Braun Strowman Kategorie Superhero, ne? Deswegen. Keine Ahnung. Ey, das nervt wirklich, dass er mich hin und her schmeißt die ganze Zeit. That's just disrespect right there. I kind of like it.
Ah, der gekontert, oder? Ich lass das lieber, der kontert. So, bei 8 machen wir noch ein AKO. So, reicht. Schnell, mach. Renn, wie du willst. Wirklich beste Siegesende, ne? Dieser Match ist sowieso unnötig, Leute, weil wir haben gegen ihn mehrmals gekämpft, gegen Braun Strowman. So, ich finde zwar immer noch, dass du einen Fehler machst, aber zumindest hast du deine Verpflichtungen gegenüber Raw erfüllt. Bevor du gehst, möchte das Management wissen, wo dich hinzieht. Wo es dich hinzieht. Zu deinem Glück haben sowohl SmackDown als auch NXT Interesse angemeldet. Natürlich gehen wir zu SmackDown, Leute, weil bei NXT waren wir. Sag deinen Chefs, dass ich zu SmackDown gehe. Ich glaube, da kann ich Großes erreichen. Du hättest es hier weit bringen können, aber okay, ich gebe es weiter. Was soll ich denn noch bringen? Ich habe den 7-4-24, also diesen 24-7 Gürtel gewonnen, dann den United States Championship gewonnen und noch den WWE Gürtel gewonnen. Was will ich denn noch gewinnen? Oh Mann. Wir haben sogar den Royal Rumble gewonnen. Den Elimination Chamber hatten wir immer noch nicht, ne? Sonst hatten wir fast alles. Schade. So, da gehen wir zu SmackDown. SmackDown is lucky to have this addition to its roster. Ja, die zeigen das gleiche, wo wir das bei Raw auch hatten, ne? Von NXT zu Raw. Was ich aber nicht verstehe, die haben immer die gleichen Klamotten, ne? Weil ich glaube, diese Klamotten habe ich auch bei den alten Spiel 2020, ne? Auch bei 23 hat der auch, glaube ich, die gleichen. Ich weiß nicht, ja. Haben sie sich keine Mühe gegeben. So, wir sind bei SmackDown. Und ich habe das mal bei einem Part gesagt, dass SmackDown aktuell die beste Brand ist, ne? So, Story abgeschlossen, Leute. Wir haben alles hundertprozentig. Wir können dann trotzdem gucken. Obwohl der jetzt steht. Mein Gott, falsch gedrückt. Ja, dass wir Maskerade nicht hatten, aber wir hatten das schon. Eigentlich ist das hundertprozentig. Das mit Fragezeichen ist sowieso verarscht, Leute. So, da fängt das schon an. Passt zur Stimmung. Eitle V. AKO Heat, Kendo Krieg und Ersatzpartner. Und von SmackDown ist Roman Reigns und Big E, ne? Big E ist ja gar nicht mehr dabei. So, Attribute. Ja, wir können einen noch verstärken, bevor wir anfangen. Ich glaube, wir machen erst mit Mark Thompson und Tassia Meadows, ne? Böse? You know, ja. What one of my favorite sounds in the world is? Hearing the crack of a kendo stick over someone's back. I heard it at the first event I went to, and it stuck with me ever since. I would love to see how vicious you could be with a kendo stick in your hand. Hau Apollo das Kendo-Schwert auf dem Rücken. Machen wir. Apollo Crews, ne? Damals hat ja Miss immer gesagt, dass der Apollo Creed heißt. Boah, ich hab so gelacht in dem Moment, ne?
Weil Apollo Creed ist ja von Rocky. Alter. Rocky Balboa. Ah, was mir gerade einfällt, Leute, sollen wir auch die Damen-Story spielen? Ich weiß nicht, wir könnten das eigentlich auch machen, ne? Weil da wird das auch bestimmt abgehen und ich habe auch schon Bock. Aber wir machen das. Also eine kurze Pause mache ich auf jeden Fall bei Wrestling, weil ich habe richtig viele Parts reingehauen. Deswegen so, wir können das schon mal skippen. Deswegen, Leute, ich werde safe eine Pause machen. Wir spielen auch was anderes. Also wir können Apollo Crews mal kurz angucken. Damals kam der auch anders, ne? Mit diesem komischen. Keine Ahnung. Ich glaube, das in der Hand hatte. Stopp. Warum konnte ich jetzt kommen? Wie gesagt, Leute, ich habe schon Bock auf das mit den Damenversionen. Aber wir werden, wie gesagt, auch, dass ich eine Pause mache. Ich bin auch was anderes, Yo, überall ist nur Kendo-Stick. Settling on the kendo stick. No good can come from this. Kendo stick to the skull. Oh my goodness. And each so, machen wir die Aufgabe, aber er hat bekontert. Ey, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Ich dachte, da kann man nicht kontern, deswegen habe ich gedrückt. Da nervt das wirklich. Ey. Ich drück zu spät oder zu früh. Da hinten spielt der, glaube ich, auch nicht. Oder hat der sich anders überlegt, wollte ich sagen, hat der daneben gespielt. Taking a chance and it didn't pay off at all. Pop up powerbomb. My goodness. So, holen wir uns den Kendo-Stick. Into the ring now. Auf Deutsch heißt das Kendo-Schwert. He gets back into the ring. Yo, der Stick ist kaputt gegangen. Alter, ich hab das nicht mal zu Ende. Heads out and he has just completely. Ja, jetzt. Ja, ihr wartet. Okay, komm. Die armen Leute wollen, dass wir einen Tisch benutzen. Und das machen wir auch. So, die wollen einen Tisch sehen, machen wir dann. Apollo isn't being given any room to recover. Wieso kommt das, du Penner? Wir könnten jetzt einen schönen Finisher da reinballern. Mein Gott, ey, wieso? Ja, ist nicht kaputt gegangen. Schon in den Stuhl jetzt, ja. I guess he thinks the one thing missing in this match is a steel chair. Cruz escapes. Ja, genau. Das war richtig behindert. Ist so, Leute, das war dumm. Wieso konnte ich jetzt wieder nicht kontern? We know these superstars have everything at their disposal, considering this match could end up anywhere in this arena. Raus mit dir wieder. Die Leute wollen einen Tisch kaputt sehen. He's outside the ring now. Hope he's got a plan. Reversal on top of reversal. And Apollo Crews reverses it. A counter answered by another counter. He's locked up.
Keine Ahnung, warum meine Anzeige so richtig langsam ist. Ich weiß es nicht, Leute. Warum das so lange dauert, dass wir einen Finisher bekommen haben. Am Anfang hätten wir schon einen Tisch kaputt gemacht, ne? Ah, ich hab zu spät wieder gedrückt. Start counting, Saxton. One, two, three. We could be here all day. Power. Was zählst du da, Mann? Wie lange der mich in der Luft hält, oder was? Fishing for something beneath the ring. Ja, genau. Ich kannte da an dem Moment nicht den Hauen, oder was? Auf dem verarschten Spiel. Schon wieder. Nur bei mir. Ja, jetzt haben wir Signature und Finisher. Das ist gut. So, die Leute wollen, dass wir einen Tisch kaputt machen. Ja, ich wollte gerade fluchen, wirklich. Leute, ich wollte gerade wirklich fluchen. Alter. Du willst unbedingt, dass wir den Tisch nicht kaputt machen. Hier hast du den. Ja, jetzt haben wir den sonst machen können. Alter, dieses Spiel, ne? Jetzt hat der 3 Finisher und 1 Signature. Ey, ich schwöre. Ja komm, du wartest doch auf, dass dein... Oh, dass das, wie heißt das? Stamina, ne? Dass er runtergeht. So, jetzt will er seinen Finisher einsetzen. So, kriegst du den jetzt. Superstar climbing to the second rope. Setting up for, oh my goodness, no way. This can't be done. KO! Headed to the top rope. Incoming! Müsste reichen. Doch nicht. Ja, wir haben zweimal den Finisher weg. Also jetzt unser Finisher zweimal gekontert. Nein, einmal Finisher und einmal Signature. Ja. Nein, Leute, ich hab das wieder falsch gesagt. Der hat unser Finisher gekontert und zweimal Signature. Er hat wirklich Glück. Jetzt setzt er wieder was ein, ne? Hier, das ist ein Spear. Ich habe jetzt keinen Rope Break. Ey, wir haben nur erstmal ein Match gemacht, ne? Ja, ich mach den Part länger, Leute. Roadbreak, ne? Doch nicht? 2-1, Alter. Dieses Spiel. Komm, steh auf. Oh, ja, wieso geht das daneben jetzt? Darf ich mal was, überhaupt was machen hier? Hallo, so. Habt ihr das gesehen? Schon wieder. Alter, der lässt mich nicht was zu machen. Was ist mit dem? Bist du glitscht oder so? Schon wieder. Bewegt er sich in meine Richtung. So, das müsste reichen. Wenn nicht, machen wir wieder den Superman-Punch. Versuchen, besser gesagt. Nein, okay. Was war das für ein Match? The future, Pat E.
Leute, wir haben erstmal eine Aufgabe gemacht und das hat ewig gedauert. Nur wegen dieses Kendo-Stick und weil er alles gekontert hat. Alter, wir machen auf jeden Fall noch eine Aufgabe, Leute. Wenn der Part richtig lang gehen sollte, egal. Weil mit einer Aufgabe, nee, bin ich nicht zufrieden. So, dauert das jetzt noch ewig extra? Ladet das jetzt extra lange, ne? Kendo-Krieg abgeschlossen. So, machen wir dann... Verstärken wir uns ein bisschen, ja. Das ist gut, 97 sind wir jetzt. Und wir gehen auf Mark Thompson. I love the New Day and Big E, but when I've had a bad day, I don't want to see the powerhouse of positivity. I want to see carnage. Like they say, misery loves company. Figured you'd be the guy to talk to about bringing Big E some misery. Greife Big E an, weil es verdient. Machen wir. Big E ist ja auch hier United States Champion, ne? Ah, der arme Big E, ey. Ich erinnere mich, also ich habe das Match nicht richtig gesehen. Er hatte ein Match mit den, wie hieß der nochmal? Mit den Brawling Brutes, ne? Mit Rich Holland, genau. Der hatte ein Match gegen Rich Holland. Und Rich Holland wollte diesen Belly-to-Belly-Suplex machen. Der Big E ist leider falsch gelandet auf seinen Nacken und das sah richtig ekelhaft und scheiße aus. Ne, das sah wirklich gruselig von der Haus. Also, da kann man sogar nicht lachen, aber ich würde schon so bescheiden. Also, das war richtig schlimm, Leute. Der arme Big E, deswegen hat er seine Karriere jetzt auch beendet, ne? Also, ich weiß nicht, dass er wieder zurückkommen wird. Denke ich nicht. Point of the elbow finds the mark. And he's able to counter. Ah, das ist gut, dass er noch geschafft hat, WWE-Champion zu werden, ne? Hätte ich nie von dem gedacht, dass der mal WWE-Champion wird. Nie. Der arme Xavier Woods ist ja nicht Champion geworden, außer von der Gruppe. Aber die anderen wurden schon, ne? He's setting something up. Oh, Spinebuster! Ja, das ist wieder so ein K.O.-Match, Leute. Big E finds a counter. Counters that. Ich hoffe, der kontert jetzt nicht. Ja, das gotta find a way to get out of this. Powerbomb! Powerbomb, ja. Carefully measured knee drop. Ja, komm. Wir gehen nach oben. Ich habe den extra aufstehen lassen. Damit der auch kommt, weißt du? Wisst du, Leute? Was, Leute? Oh man, you can see he is feeling it now. So, feiern wir ein bisschen. Machen wir Taunts. Und jetzt nehmen wir dich. Ja, wow. Hat nicht funktioniert, leider. Wie immer, wenn man was will, funktioniert. Ja. Schon wieder. Ey, willst du mich verarschen, Spiel? Alter, zweimal hintereinander funktioniert das nicht. Jetzt. Meine Fresse, Mann. Einmal. Jetzt musste der fliegen, ne? Immer noch nicht. Jetzt. No! Alter. Getroffen. Machen wir noch einen Sprung. Ich glaube, der steht aber sowieso auf, Leute. Der wird safe wieder aufstehen. Ja. Schaffen wir nicht mehr, ne? Oder doch? Danke, Biggie. Jetzt hat er nicht aufgepasst, ne? Deswegen hat er auch verloren.
Ladet und ladet. Aber Leute, ich werde den Part sowieso jetzt beenden. So Leute, ich verabschiede mich schon mal. Abonnieren und liken nicht vergessen. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder. Wenn es wieder heißt WWE 2K22. Ja, Story abgeschlossen. Passt zur Stimmung. Ciao, Leute.